Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, nach vielem Gefehle in der letzten Runde geht es jetzt weiter. Und wir müssen nochmal reiten, so wie es aussieht. Und können keine Schnellreise machen, also ja, wir reiten gerne. Und so geht es weiter. Oh, jemand Böses. So, gehe ich hier überhaupt in die richtige Richtung? Stopp, also in die Richtung müssen wir. So, ja doch, das ist richtig. Wie komme ich hier denn runter? Ja, lasse ich mich mal fallen. Oder steht eine Wache? Ich kann nicht von hier oben Attentat machen, ne? Na, dann falle ich mal lieber ein paar Meter daneben runter. Sonst hätte er uns bestimmt jetzt angegriffen. So, hier rüber. Oh, da haben wir irgendwas kaputt gemacht gerade. Aber gut, ich bin jetzt mal gespannt, wie der nächste Attentat, das nächste Attentat aussieht. Das funktionieren wird. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, ich habe es ja schon für mich selber durchgespielt, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das jetzt aussehen wird. Oder wie das jetzt weitergeht von der Story her. An so Bruchstücke, die ziemlich zum Ende waren, kann ich mich noch dran erinnern. Davon erzähle ich natürlich nichts. Ich will euch hier nicht irgendwie was spoilern für die, die es noch nicht gespielt haben. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Aber was jetzt noch kommt dazwischen, das weiß ich nicht. Ich weiß so ziemlich, wie das Ende aussieht. Was wollt ihr? So, jetzt haben wir es geschafft. Pony, 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 da ist ein Pony. Weiß, komm, wir nehmen die Farbe unseres Anzuges. So, und mal nach langer Zeit wieder reiten. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, so besonders finde ich das gar nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Es geht ja in dem Spiel nicht so wirklich darum, dass man jetzt in die Landschaft reitet. Das ist ja nur ein Fortbewegungsmittel. Deswegen fand ich das viel interessanter, wie wir die Mission machen und nicht, dass es langgezogen wird damit. Nach Masyaf. Umlanddorf, Festung. Wir wollen ja in die Festung. Oder, nee. Ich bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe... Ich glaube, da wollen wir gar nicht hin. Da wollen wir auch gar nicht hin. Und jetzt... Ach, Mensch, bin ich blöd. Na gut. Oh, das ist, na doch, nicht Selbstmord. Dann haben wir jetzt nochmal einen schönen Marsch vor uns. Wir ziehen einfach das Let's Play-Projekt nochmal ein schönes Stück in die Länge. Sind ja nur 500 Meter. Ist ja nichts. Das machen wir im Schlaf. So, dann können wir nochmal den Weg begutachten, wie wir hier hinkommen. 400 Meter. 100 haben wir schon geschafft. Können wir abkürzen? Wir gehen mal links hier lang. Ich gehe sonst ja immer rechts lang. Ah, das sieht mir da ziemlich nach Ende aus. Mal gucken. Siehst du wohl, wir können abkürzen. Ja, aber ich bin ja so talentiert, dass ich es auch schaffe, selbst bei einem Todessprung falsch abzuspringen und so neben dem Ding zu fallen, was eigentlich gar nicht passieren soll. So, jetzt sind wir da, ne? Jetzt, ja genau, jetzt kommen wir nur noch diese Reitpassage. Das geht ja viel schneller mit einem weißen Pferd. Und braunes. Das hatten wir noch nicht. Oh Gott! Was war das? Ich bin vom Sattel gesprungen und habe irgendwie die Zügel, glaube ich, mitgenommen. So sah das aus. So, komm, jetzt mal mit dem braunen Pferd. Das ist bestimmt das Schnellste. Nee, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ach, hier kommen ja gleich noch Gegner, ne? So war das. Da ist hier noch so ein Wagen mit Gegner. Ach nee. Das kommt gleich, wenn wir rausreiten. Hier kommt noch so ein bisschen Sprung-Action zum Trainieren. Nehmen wir mal den Weg hier oben lang. Hier lang. Springen hier mal. Boah, was für eine Spannung und Action. 100 Meter. Keine Entfernung mehr, da sehen wir doch schon das Tor, was uns... Können wir denn jetzt Schnellreise machen oder werden wir gleich... Genau.
Jetzt habe ich... Jetzt ist nur die Frage, ich hab, hätte noch mal gucken, ich meine nach Jerusalem. Ich gehe jetzt einfach mal nach Jerusalem. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner abzuwehren. Ah, okay. Nee, jetzt gehe ich hier voll orientierungslos lang. Bin ich hier richtig? Ich bin hier falsch. Zum Königreich. Also, nach Assur reiten. Vielleicht komme ich da gar nicht hin. Vielleicht muss ich zum Königreich. Ja, da steht... Ja, ich... Gut, Fehler gemacht sozusagen. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Nee, das war jetzt blöd. Wir müssen nämlich ins Königreich. Und dann kriegen wir... Ja, genau, kriegen wir hier ein spezielles Ziel. 1000 Meter entfernt. Ach, da werden wir hier gleich liebevoll begrüßt. Aber wir reiten einfach mal durch. Alles, so viele Leute, die uns nicht mögen. Komm, wir reiten mal einmal mitten durch die Kompanie hier. Oh Gott, das war doch keine gute Idee. Ich dachte, dass... Nein! So viele Gegner. Vielleicht kann ich jetzt schnell aufspringen. Nein! Nein! Gut, es war wieder perfekt. Ja, es muss halt wieder Stoff für Gefehle geben. Jetzt nehmen wir dich. So, jetzt muss ich aber einmal gucken, wo müssen wir denn überhaupt... Genau, wir müssen hier lang. Und dann links runter. Oh Gott, wir reiten mitten in eine Festung. Oder? Nee, das sah nur so aus. Bogenschützen. Diese Spannung und Action hier. Ja, das war wieder genial, was ich da wieder gebracht habe. Nee, da reite ich jetzt ganz bestimmt nicht durch. Wir stoßen auf so viele Gegner. Ja, einmal gucken. Das ist egal, ich kann beide Seiten nehmen. So wie es aussieht. Nochmal einmal gucken. Ja, genau. Das ist egal. Weiter. Das sind nur ganz wenig Unterschied von der Länge her. So, da sind doch schon die nächsten... Ach nee, doch, das sind nur normale Bürger. Hier ist doch nichts rechts, oder? Ah, da reiten wir in so ein Tal rein. Ich hoffe, das ist... Nee, wenn wir hier sind, müssen wir gleich links ab. Ah. Aber jetzt reiten wir hier mitten in dieses Lager rein. Und da muss ich... So, jetzt muss ich aber gucken, wo ich... Dann muss ich ja hier lang. Ja, dann muss ich da an der Seite lang. Nochmal einmal gucken. Doch, und dann muss ich links. Ja, überall hier Absperrungen machen. So. Sind das auch noch? Nee, das sind nur Bürger. Hier werden wir gleich bestimmt wieder mit Pfeilen beschossen. Oder? Nee. Da war nicht schnell genug. Aber wir haben es gleich auch geschafft, so wie es aussieht. Jetzt reite ich aber gerade nach Akkon. Irgendwie muss ich gleich links oder so. Kann ich hier links? Ja, kann ich. Perfekt. Ich dachte schon, nachher reite ich plötzlich in Akkon rein und dann Mist. Ja, eigentlich wäre es schlauer gewesen, wir hätten Schnellreise Akkon gemacht. Und dann Akkon raus zum Königreich und dann da eben rechts rein. Eigentlich wäre das theoretisch einfacher gewesen. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. So, was kommt jetzt? 300 Meter zum Attentat. Also wir müssen keine Dings ausführen. Keine Informa... Oh Gott, da laufen Menschen.
Da liegen Tote. Irgendwie flüchten da welche, oder? Da laufen auf jeden Fall welche. Oh Gott, nicht, dass ich hier runterfalle. Das ist doch tödlich, oder? Ja. Nee, das sind... Templer sind das. Weiter. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Oh Gott. Das sah mir so ziemlich nach Templern aus. Ja, Leiter hoch, ne? Ah, wegen dem hier. Aua, wer schießt denn da auf mich? Ah, die blöde Fahne. Ja, hier einen nach dem anderen hier wegmetzeln. Nee, die leben noch. Das macht irgendwie, tötet die nicht. Aber hier schießen immer noch welche mit Bogen. Tot. So, und dann runter. Den Rest schaffen wir. Wer schießt denn da noch mit Bogen auf uns? Ich höre doch hier immer so Pfeilgezische. Na gut, weiter die Kamera hier mal ein bisschen auf. Oh Gott. Oh, Junge. Die wollen es aber jetzt wissen. Oh, was holen die so lange aus? Nein, das möchte ich nicht. Versuche ich hier mal ein bisschen dynamischer zu kämpfen, dass ich auch mal angreife und nicht hier immer so auf passiv gehe, weil ich mach doch... Eigentlich kriege ich die auch besser berüsteten doch schon ziemlich schnell tot. Guck mal, ich habe den Haufen hier schon erledigt. Oh, das war gekonnt. Nein, ich will ja nicht übertreiben. Ja, jetzt geh drauf, genau. Jetzt bist du noch dran. Jeder kommt hier an... Na gut. Wir müssen auch mal einstecken. Perfekt. Da oben kriegen wir den da runter. Ist da noch einer? Nee. Da hinten kommen doch schon die nächsten. Ja, sie machen uns es nicht leichter. Oh, ja, gut. Da konnte ich jetzt doch nicht kontern rechtzeitig. Den hole ich mir jetzt. Los. Gut geholt. Jetzt bist du noch dran. Und weiter. Die nächsten 10 Meter. Dann kommen die nächsten. Da hinten stehen sie doch schon. Oh, da, die kommen jetzt gleich alle runtergesprungen, ne? Oder? Oh, Gottes Willen. Wie viele Gegner sind das denn? Ich glaube, die Entwickler mögen mich nicht. Oh, wie viel hier... Dass wir gegen so eine Armee kämpfen. So, jetzt auch mal angreifen.